Spezial-Hamburger-Läden, ne, mit Bewertung und so. Super lecker. Du bist ja Vegetarier, ne? Ja. Heißt, du isst gar kein Hamburger, oder? Nein, ich mach den Salat runter. Hm. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, da kommt jetzt auch nichts. Ja, alles ist in dichte Nebel gehüllt. Wie ihr ja wisst, bin ich ein überzeugter Vertreter der gesunden Lebensweise. Heute geht es um Bio. Und nein, ich meine dabei nicht, wie Jürgen mit seinem Dödel die Susi zerschmettert, sondern um das Siegel. Bio ist bei Lebensmitteln ein durch die EG-Öko-Verordnung EU-weit geschützter Begriff. Gleiches gilt für die Bezeichnungen aus kontrolliertem biologischem Anbau und Öko. Das heißt, dass Lebensmittelprodukte, die als Bio bezeichnet werden, mindestens den Kriterien der EG-Öko-Verordnung entsprechen müssen. Erst dann bekommen die Produkte ein entsprechendes Siegel, das offizielle EU-Bio-Siegel, und die Erzeuger dürfen Bio auf ihre Produkte schreiben. Diese Produkte müssen aus ökologisch kontrolliertem Anbau stammen, dürfen nicht gentechnisch verändert sein und werden ohne Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger oder Klärschlamm angebaut. Tierische Produkte stammen von Tieren, die artgerecht gemäß EG-Öko-Verordnung gehalten werden und in der Regel nicht mit Antibiotika und Wachstumshormonen behandelt wurden. Die Produkte sind nicht ionisiert, bestrahlt und enthalten weniger Lebensmittelzusatzstoffe als konventionelle Lebensmittel, dürfen aber bis zu 5% nicht ökologisch erzeugte Zutaten enthalten. Jetzt kommen wir aber zu der Seite, über die selten berichtet wird. Normal würde man es Unwissenheit nennen bei dem Bürger, da ich aber Fame im Biss werden möchte. Der Schwindel mit dem Öko-Essen. 7 dreiste Bio-Lügen. Von rechten Neonazis. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Erdbeben! Erdbeben! Lüge Nummer 1. Biogemüse ist unbehandelt. Beim biologischen Anbau wird zwar generell auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet, dennoch wird in der Biolandwirtschaft, etwa beim Wein- und Obstanbau, teilweise Kupfer gegen pilzliche Erreger eingesetzt. Bei Pflanzen nehmen Pilze stark zu, deshalb benutzt man Kupfer, sagt der Wormser Umweltmediziner Peter Germann. Kupfer wird in der Leber abgelagert. Wer zu viel Kupfer im Körper hat, kann Migräne, Depressionen und Probleme mit dem Eisenstoffwechsel bekommen. Experten vermuten auch, dass Alzheimer durch Kupfer gefördert wird. Trotzdem kommt die Biolandwirtschaft nicht um Kupfer herum. Würde kein Kupfer verwendet, wären die Einbußen zu groß und die Bioproduktion völlig unrentabel, sagt Manfred Santen, Chemieexperte von Greenpeace. Weil Kupfer auch die Böden belastet und noch unklar ist, inwieweit Verbraucher das in Grundwasser gesickerte Kupfer über das Trinkwasser aufnehmen, fordert Greenpeace den Gesetzgeber auf, nach Alternativen zu suchen. Lüge 2. Bio-Essen ist CO2-freundlicher. Auch wenn sich das viele Bio-Kunden nicht vorstellen können, es gibt herkömmliche Lebensmittel, die eine bessere CO2-Bilanz haben als Bioprodukte. Beispiel Rindfleisch. In der Ökolandwirtschaft bekommen die Tiere spezielles Futter, sie leben länger und stoßen dadurch mehr Klimagase aus, auch der Flächenbedarf ist größer. Foodwatch hat in einer Studie den Klimaeffekt von Lebensmitteln mit dem CO2-Ausstoß beim Autofahren verglichen. Ergebnis: 1 Kilo konventionell erzeugtes Rindfleisch entspricht 70,6 gefahrenen Kilometern. Dieselbe Menge Bio-Rindfleisch hingegen 113,4 Kilometern. Lüge 3. Wo Bio draufsteht, ist 100% Bio drin. Auf dem Pesto-Glas ist ein riesiger Bund Basilikum und eine Flasche Olivenöl abgebildet. Im Produkt ist aber davon nichts zu finden. Diesen Etikettenschwindel gibt es auch im Bio-Segment. Foodwatch zeigt auf der Homepage, wie Verbraucher betrogen werden. Aktuelles Beispiel: das Bio-Getränk Bio Heimat von Carlsberg. Auf dem Etikett stehen Begriffe wie Bio, lateinisch beglücken, Heimat, Apfel und Birne von Carlsberg als ein Produkt in ausgezeichneter Bioqualität beworben. Der Konsument erwartet ein Getränk, das Äpfel und Birnen aus Bioprodukten enthält. Tatsächlich sind allein der enthaltene Zucker und Gerstenmalzextrakt Bio. Darüber hinaus sind nicht einmal Früchte drin, sondern nur Aromen. Lüge 4. Bio aus der Region ist besser. Gängiges Argument der Naturanhänger. Mit Bioprodukten aus der Region unterstützt man automatisch den Klimaschutz. Schließlich sorgen kurze Anfahrtswege für weniger CO2-Emissionen. Falsch gedacht. Äpfel aus Neuseeland können eine bessere Klimabilanz haben als deutsche. Warum? Weil wir das ganze Jahr Äpfel essen, aber nicht immer Äpfelsaison ist. Also müssen die Früchte in Deutschland gelagert und gekühlt werden mit teils massivem Aufwand. Ist in Neuseeland gerade Äpfelernte, kann eine Ladung, die mit dem Flugzeug geliefert wird, durchaus weniger CO2 verursachen. Lüge 5. Bio kommt vom Bauernhof. Auch Bio kann aus industrieller Produktion kommen. Denn Bio ist nicht gleich Bio und das liegt an der EU-Öko-Verordnung. Die gibt nur Mindeststandards vor, die eingehalten werden müssen. Verbände wie Demeter, Bioland oder Naturland erfüllen zwar freiwillig höhere Anforderungen, viele andere aber nur die Mindestanforderungen. So regelt das Bio-Siegel zum Beispiel keine Bestandsobergrenze in der Tierhaltung. Das heißt, es schreibt nicht vor, wie viele Tiere maximal in einem Betrieb gehalten werden dürfen. Die Verordnung begrenzt die Tierzahl nur indirekt. Die erlaubte Tierzahl ist an die Fläche gebunden. Lüge 6. Bio hat keine Zusatzstoffe. Ein weit verbreiteter Irrglaube. Während bei konventionellen Lebensmitteln rund 320 Zusatzstoffe zum Einsatz kommen, sind bei Bioprodukten immerhin 47 erlaubt. Darunter auch recht problematische
aromatische Substanzen wie das umstrittene Mittel Carrageen E407. Das Mittel verdickt die Substanz, der es zugesetzt wird. Es wird häufig verwendet, um zu verhindern, dass sich bei Milchprodukten oben Rahmen absetzt. Die Substanz wird aus Rotalgen gewonnen und führt im Tierversuch zu Geschwüren und Veränderungen im Immunsystem. Auch Nitritpökelsalz darf in der Bioproduktion verwendet werden. Nitrit steht im Verdacht, dass sich daraus im Magen krebserregende Nitrosamine bilden können. Es gibt keinen Zusatzstoff, der nicht verzichtbar wäre. Aber natürlich wäre die Herstellung der Lebensmittel dann erheblich teurer. Nitritpökelsalz wird in sehr vielen Bioprodukten verwendet. Es sorgt für die typische rosa Farbe bei Fleischprodukten. Lüge 7. Bio kann gut und billig sein. Immer mehr Discounter schwimmen auf der Bio-Welle mit und bieten Bio zu Dumpingpreisen an. Es ist möglich, Bio zu günstigen Preisen anzubieten? Die Experten sind skeptisch. Der Bio-Großhandel kann zwar dazu führen, dass die Umsätze mit Bio-Waren steigen und so die Preise sinken. Wer aber einen biologischen Wein für 3 Euro kauft, sollte bedenken, dass es sich dadurch auch ein Stück vom Bio-Gedanken trennt. Denn das Bio-Siegel schreibt nicht vor, woher ein Produkt kommen muss. Und so importieren Discounter ihre Zutaten aus Preisgründen auch aus China. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut doch gerne auf meinem Kanal vorbei, da gibt's noch mehr solcher freshen Videos. Tschö!